Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mich mit meinem Kollegen Felix vom YouTube-Channel Felix Bar zusammengesetzt und wir möchten euch 5 Dinge vorstellen, die wir am brandneuen iPhone 6s lieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Der erste Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, war Touch ID 2.0. Der Sensor war schon in der ersten Generation sehr gut und die zweite Generation hat sich nochmal deutlich verbessert. Man braucht gar nicht mehr wirklich lange warten, bis das iPhone sich entsperrt. Man drückt drauf und ist im Menü und ich war da wirklich sehr überzeugt davon. Eine Sache, die viele Leute sicherlich gar nicht mitbekommen haben, weil Apple die auch nicht sonderlich aktiv bewirbt, ist, dass die neuen iPhones um einiges stabiler und robuster geworden sind als die vom letzten Jahr. Auf der einen Seite haben wir hier nämlich eine neue Aluminiumlegierung, die zusammen mit dem dickeren Gehäuse dafür sorgt, dass man das iPhone nicht mehr so leicht verbiegen kann wie das vom letzten Jahr. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein etwas wasserfesteres iPhone bekommen. Und das ist nicht offiziell, das wurde von Apple niemals gesagt und deswegen werft euer iPhone auch bitte, bitte nicht absichtlich in euer Waschbecken oder so, um das zu überprüfen. Aber iFixit hat die Geräte mal aufgeschraubt und gesehen, dass Apple an vielen, vielen Stellen Gummiverdichtungen hinzugefügt hat, an vielen Konnektoren und an vielen Ports und so weiter und so fort, um einfach das iPhone resistenter gegen Wasser zu machen. Und einige Leute haben das ausprobiert und in der Tat hält dieses neue iPhone bei den meisten Leuten so ungefähr eine Stunde unter Wasser aus, ohne kaputt zu gehen. Aber wie gesagt, seid vorsichtig mit dieser Info, weil das ist nicht sonderlich offiziell. Man kennt es aus der Apple Watch, nämlich Force bzw. 3D Touch und auch diese Technologie kommt beim iPhone 6s zum Einsatz. Ich will ehrlich sein, im Moment ist 3D-Touch noch nicht wirklich ausgereift und kommt in wenigen Apps zum Einsatz, nämlich nur in Apples vorinstallierten Apps. Aber da finde ich es wirklich sehr sinnvoll. Bei manchen Stellen ist es auch irgendwie unnötig und man braucht wirklich etwas Zeit, bis man weiß, okay, hier kann ich Force touchen und hier nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr innovativ. Ich bin mal gespannt, was Drittanbieter aus dieser Funktion rausholen werden. Eine Sache, die uns auch noch sehr gut gefallen hat, ist der neue Apple A9 Prozessor. Und es ist klar, jedes Jahr wird das iPhone schneller und gerade beim S-Upgrade gibt es meistens nochmal einen ziemlich signifikanten Boost. Aber der A9 ist schon wirklich sehr stark. Wenn man sich mal so ein paar Benchmark-Vergleiche anschaut, dann sieht man, dass es nicht nur das stärkste iPhone bisher ist, logischerweise, sondern auch die meisten Konkurrenzprodukte wirklich so in der Luft ziemlich zerfickt. Gerade bei Gaming ist es deswegen ziemlich sinnvoll, mit dem iPhone 6s rumzulaufen, weil wirklich alle neuen Spiele noch sehr, sehr lang, sehr, sehr flüssig laufen werden. Aber auch wenn man sowas wie Videoschnitt an seinem iPhone machen will, kann man mit dem iPhone 6s 2 4K-Videospuren gleichzeitig bearbeiten und das ist wirklich eine ziemlich geniale Sache. Also wer auf Leistung aus ist, ist beim iPhone 6s auf jeden Fall richtig. Schon die Kamera des iPhone 6 war wirklich unfassbar gut und auch die des 6s wurde nochmal um einiges verbessert, denn man hat jetzt die Möglichkeit 4K-Videos aufzunehmen und Fotos mit 12 Megapixeln zu schießen und das macht schon einen merklichen Unterschied, auch wenn die Kamera vorher schon sehr gut war, wie gesagt, aber jetzt mit 4K-Videos finde ich die Kamera sogar noch brauchbarer, als sie davor schon war, von dem her war ich wirklich überzeugt von Apples neuer Kamera. Aber natürlich sind wir nicht nur die übel krassen Apple-Fanboys, die alles in den Himmel loben. Nein, uns ist auch leider einiges Negatives am neuen iPhone aufgefallen. Und deswegen haben wir gemeinsam auf meinem Kanal auch noch ein Video gemacht, wo wir die Top 5 der Dinge aufzählen, die wir am iPhone 6s hassen. Also falls ihr das sehen wollt, checkt mal die Videobeschreibung aus, denn da ist der Link. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!